Es wird doch nicht sonnig werden. Wie kann das sein? Ja, steiler Abstieg, hm? Ja, ich habe ja den Verdacht, dass der Zornberg deswegen Zornberg heißt, weil die Leute schon tobend ankommen, weil es da immer wieder bergauf geht. Hallo und Grüße aus Spitz an der Donau. Ich bin Flatterbei und heute geht es auf die 4. Etappe vom Welterbesteig Wachau. Und die führt uns von Spitz nach Mühldorf am Jauerring. Und da nehme ich euch einfach mit, weil sonst müssen die Leute nämlich noch länger warten, damit sie auf den Weg also schauen können. Ja, Spitz ist schön, allerdings derzeit nicht asphaltiert und auch nicht gepflastert. Da wird noch was getan. Man kennt die Spielchen, ne? Diese ganzen Wachau-Welterbesteig. Markierungen, die sind alle immer in Hundepinkelhöhe angebracht. An diesem Nationalfeiertag ist brav beflaggt, zumindest noch in diesem einen Haus. Naturpark Biothek, 240 Meter Seehöhe, Welterbesteig zum 1000-Eimer-Berg. Steigen wir da auf, bis wir im Eimer sind. Sieht man ein bisschen zum Michaela-Berg hinüber, wo wir auf der letzten Etappe drauf gewesen sind. 1000-Eimer-Berg. Hübsch. Wird da nicht heute noch sonnig werden? Hm? Diese Etappe führt uns in den Spitzer Graben hinein und lässt keine Gelegenheit aus, um noch einen Höhenunterschied einzubauen. Deswegen führt sie auch zuerst nicht auf den Spitzer Graben hinzu, sondern sie führt auf den 1000-Eimer-Berg hinauf. Der 1000-Eimer-Berg, nach kurzem, aber forschem Anstieg, gell? Ja, das Erklimmen des Bergs lohnt sich. Hat eine wunderschöne Aussicht und auch wunderschöne Rastplätze. Und einen Unterstand gibt es auch. Also, dass man die Wanderer da heraufführt, das hat schon wirklich seine Berechtigung anhand der Ausblicke, die man da hat. Es ist schon ein sehr nettes Platzhaus, ja. Da vorne umgeben von Gold des Herbstes ist die Ruine Hinterhaus. Da führt leider der Weg nicht vorbei. Wenn wir da jetzt vom 1000-Eimer-Berg absteigen, dann sehen wir hin in den Spitzer Graben hinein, zumindest einen Teil davon. Friedhofspitz 259. Dann wenden wir uns jetzt nach links. Schau, je mehr man aus den Orten hinauskommt, desto höher sind diese Markierungen angebracht. Ja, und jetzt? Na, da hinauf, schau. Panoramaweg Spitzer Graben, Marktplatz Mühldorf 2,5. Dass man keine falschen Hoffnungen weckt, sind 3,5, weil wir ja über die Burg gingen und nicht direkt. Da kann man abkürzen. Aha. Marktplatz Mühldorf. Also für uns sind es 3,5 Stunden von da weg. Welterbesteig nach links, Panoramaweg Spitzer Graben. Jetzt wird man immer gespannt aufs Panorama. Hm? Ja. Ehe man sich versah,
Panorama. Da drüben kommen wir her vom 1000-Elmer Berg. Mariwiner Setzberghütte in 294 Meter Seehöhe. Und in dieser Setzberghütte, da machen wir jetzt Rast. Ja, Trockenrasen Setzberg, das ist ein hochinformatives Druckwerk. Das schauen wir uns also ganz kurz von innen an. Da zirkt es wie ein Vogelhäusl, wie man auf gut Österreichisch sagt. Einen netten Ausblick hat man. Das ist eine ganz besondere Vegetation in einer besonderen Gegend. Ein steiler Abstieg, hm? Alpiner Abstieg. Stempelstation Weingut Donaubaum. Da war die Stempelbox und da ist der Getränkekühlschrank mit einer Kasse. Ja. Ja, braucht man aber nichts. Almdudler, Mineralprickelnd, Federspiegel, nein, Joghurt gibt es keins, Becher gibt es. Jetzt in Stufen bergan. So, einmal geht's noch bergan. Lohn einer ziemlich mühsamen Bloggerei bergauf ist, eine mühsame Bloggerei bergab. Also die 2 Meter verzeihen wir jetzt, oder? Schau, was das für eine schöne, ausladende Eiche ist. Ne? Ja, die Weinterrassen da oben haben sich nicht mehr ausgezahlt. Da unten schon noch. Ja, das war jetzt ein ziemlicher Steilanstieg. Man merkt es auch an der Aussicht, die jetzt deutlich besser geworden ist. Ja, schaut der Etappe 3 am Michaelerberg ein bisschen ähnlich. Nur zum Unterschied haben wir hier eben nur Reste von den Weinterrassen. Oberhalb von uns. Den Betrieb der Weingärten verdanken wir aber da ziemlich gut ausgebaute Wege, die auch noch mit dem Auto befahrbar sind. Und ausnahmsweise einmal nicht auf Asphalt. Da drüben den Setzberg haben wir da umrundet. Schau.
Einstieg Riedalmenreit. Ja, auf der Zornberghütte hinter uns, lebhafter Betrieb. Grillwürstel, Getränke, alles da. Wahrscheinlich nicht mehr bei anderen Feiertagen. He? Ja, das ist der Welterbesteig. Da hinauf geht's. Bevor uns so das Panorama abhanden kommt, geht der Weg dann doch wieder hinunter zum Waldrand. Gell? Ja, ich habe ja den Verdacht, dass der Zornberg deswegen Zornberg heißt, weil die Leute schon tobend ankommen, weil es da immer wieder bergauf geht. Aber das ist natürlich nur eine graue Theorie. Das ist ein ziemlich lichter Eichen-Kiefernwald mit dem kargen Boden, den man da gut beobachten kann. Da drüben vor uns, dieser aufragende Gipfel da, ist der Trenning. Den wird man überschreiten auf der nächsten Etappe, auf den Jahrling hinauf. Mariwiener Bruckhütte, das ist 425. Und Mühldorf Marktplatz, 1¾ Stunden. Ja, schönes Rasplatzl, aber an die Hütte keinen Hüttenbetrieb hat, gell? Ah ja, Trockensteinmauern. Da drüben hat man mal Forstwirtschaft zum Abgewöhnen. Bäume in Reihe und Glied gepflanzt, sodass die Struktur bis dahin übersichtbar ist. Das ist schon das, wenn man da Berg ein paar Bürsten da angelegt hat. Ja, fast zum Hohn. Gegen Ende unserer Wanderung zeigt sich die Sonne ganz, ganz verzagt. Jetzt erkennt der Welt, aber steigt nur mehr eine Richtung und es ist nicht unsere. Der Weg mit dem Namen Panoramaweg, zwar nicht überall gerecht, aber schön ist er definitiv. Es ist schon eine traumhafte Landschaft. Jetzt zum ersten Mal einen schönen Blick auf unser Etappenziel, nämlich Mühldorf am Jauerling und hinten die Burg Oberranner. Ja, Eichberg, 412 Meter Seehöhe, Zuweg Elzarn, Zuweg Fiesling, Mühldorf Marktplatz in 1¼ Stunden. Schau. Da diesen Graben da hinunter und dann hinauf zur Burg. Ja, das ist ein Glück, dass Blumen nichts hören, he? Bei diesem Lärm. Ja, wir steigen, da geht's weiter. Versteckte Markierungen entlang des Baches. Hübsche Gegend war es aber, gell? Mhm. Wenn man von der Lärmbelästigung absieht. Mühldorfer Rundweg steht in die andere Richtung. Da steht Welterbesteig und wir sind in Niederranner. Niederranner hat hübsche alte Häuser. Niederranner, Schloss Brandhof. Ja, Mühldorf Marktplatz über Burg Oberranner in 45 Minuten. Ein kurzes Stück entlang der Straße. Und dann die Zufahrt zur Burg. Welterbesteig, Weinsteintour, Burg Oberranner. Ein Hotel übrigens, das heißt, wir können sie auch gar nicht besichtigen. Burg Oberranner, Schenke. Also, da haben wir nichts geschenkt, oder? Welterbesteig. Privatgrundstück, unberechtigt parkende Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt.
Dann lassen wir uns nicht abschleppen, oder? Burg Oberrana, 441 Meter Seehöhe. Jetzt schauen wir da aber noch einmal hin, aber jetzt zumindest eine schöne Aussicht ergattern. Alter Turm. Ein tiefer Graben. So, stolze Anlage. Ja, die Sonne nur hat wenig zu tun. Und in der Schenke werden wir zwar herzlich willkommen. Die lassen wir heute Mühldorf Marktplatz 15 bis 30 Minuten. Also, wir werden immer spezifischer. Ja, von der Burg geht es gleich wieder bergab. Da neben den Obstkulturen ja, ist der Abstecher nach Oberrana die ganze Geschichte wert. Es ist ein Mehraufwand von ca. einer halben Stunde. Der Ort Niederrana selber ist recht schön. Die Aussicht da in Richtung Mühldorf ist ja jetzt auch ganz nett. Also, das kann man schon bringen, ne? Und da ist der Steig wenig ausgetreten, ne? Das könnte man natürlich jetzt mutmaßen, ja, dass sich das viele doch schenken werden, da, diese Schleife. Da gibt es zahlreiche Bankerl, die waren alle einmal Aussichtsbankerl. Inzwischen ist da die Aussicht abhanden gekommen. Ja, Privatweg betreten auf eigene Gefahr klingt fair, oder? Am Schluss schwächelt die Markierung ein wenig, aber es geht tatsächlich nur mehr gerade hinunter nach Mühldorf hinein. Florianisteig. Abzweigung. Ja, was jetzt? Ein Gegenanstieg? Nein, oder? Nein, na gut. Ja, dann. Ja, auf den letzten Metern brauchen wir sich jetzt nichts mehr weh tun. Also Mühldorf, Marktplatz, 437 Meter Seehöhe, ist das Ende der Etappe 4 vom Welterbesteig Wachau. Warum heißt das Mühldorf? Das ist einmal das erste. Keine Ganz Ahnung. Einfach. Da, weil die Mühle sich dreht, schau einmal. Ach so, da, ja. Ja, das Mühlrad, das war es jetzt von der vierten Etappe des Welterbesteigs Wachau von Spitz nach Mühldorf am Jahrling. Ich bin Flatterbär und weiter geht's vielleicht hoffentlich auf der fünften Etappe. Und falls nicht, vielleicht sieht man sie ja mal bei einer anderen Tour. Ja? Das heißt nicht? Tja, gut. Doch, ein bisschen guten Zürin. Hallo und grüße aus Spitz an der Donau. Ich bin Flatterbär und heute geht's auf die vierte Etappe. Für Linzen ist verschmiert, das ist schon. Ja, höchst empörend, dass so ein Berg dann durch einen Sattel von anderen Bergen getrennt ist. Oder eben gerade nicht empörend, ne? Niederschmetternd. Aber trotzdem eine nette Wallfahrtskirche haben sie da.